In diesem Video geht es in das Eisenbahnmuseum Bochum. Das Eisenbahnmuseum Bochum hat sich von einem Bahnbetriebswerk zum größten privaten Eisenbahnmuseum in Deutschland entwickelt. Die Ursprünge der Fahrzeugsammlung reichen bis in das Jahr 1967 zurück. Fahrzeuge des Eisenbahnmuseums spielten mehrfach bei Film- und Fernsehproduktionen mit. Auch das Gelände des Museums wurde für Film- und Fernsehproduktionen genutzt. In diesem Video zeige ich einige Impressionen des Museumsgeländes und der Loks aus diesem spannenden Eisenbahnmuseum. Die Fahrzeugsammlung umfasst mehr als 120 Schienenfahrzeuge aus der Zeit von 1853 bis 1976. Viele Exponate gelten als Rarität, da sie äußerst selten sind oder als einzig erhaltenes Exemplar vor der Verschrottung bewahrt worden sind. Aber auch Spezialbereiche des Eisenbahnwesens, wie beispielsweise die Signaltechnik und Fahrkartendrucker, werden anhand historischer Geräte dokumentiert. Ein Besuch des Museums ist absolut empfehlenswert. Wer das Museum unterstützen möchte, kann sich den über 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern anschließen. Zudem finden historische Zugfahrten durch das Ruhrtal statt. Veranstaltungen und ein spezielles Programm an den Wochenenden werden ebenfalls geboten.